Ja, ich bin John, ich bin 16 Jahre alt, bin hier in der Jugendstrafanstalt von Plötzensee, mache meinen Schulabschluss. Ja, ich habe draußen gezeichnet sehr gerne, gemalt oder auch halt an der Wand Graffiti gesprayt, große Bilder, das war draußen mein Freizeithobby. Das ist halt meine Interpretation von Kunst, weil ich mag es halt so Wörtern, Bilder sind nicht so meins, ich mag das lieber mit Wörtern in einem Bild darstellen. Man kann ja aus Wörtern viel machen. Man kann aus Wörtern Sätzen schreiben, Gedichte, seitenweise, aber fast keiner macht aus Wörtern Bilder, sozusagen Kunst. Tape Art ist die Kunstgattung halt für, man tapet mehrere Tape-Linien halt übereinander, sodass das Bild dann in einer Art 3D halt hervorsticht. Ja, also wir haben halt uns mit dem Nationalsozialismus allgemein beschäftigt. Sind alle Freiheitskämpfer sozusagen durchgegangen und haben geguckt, wer halt davon am interessantesten ist. Und dann sind wir bei Herbert Boslowski gewesen. Bei ihm war das Interessante, er war Jude und hat dagegen sozusagen, er hat dagegen halt angekämpft, hat sich auch gewehrt sozusagen. Und das Interessante war halt, sein Aussehen war für künstlerische Darstellung eigentlich sehr, sehr gut. Familie halt. Es wäre meine Mutter und mein Vater. Für die würde ich halt ein Denkmal an Tape Art machen. Wir sind stark daran erinnert worden, dass wir gefesselte Juden sind. Gefesselt an einem Fleck, ohne Rechte, aber mit Tausenden von Pflichten. Die Text, was wir haben gelesen, war ein trauriges Sache, weil gegen die Judis so. Und die Antidemitismus, Antirassismus, so die war nicht einfach traurig so. Die Tagebuch von Anna Frank, sie war eine beste Freundin. Sie vertrauen dieser Buch. Sie schreibt einfach, was sie fühlt, was sie gar nicht sagen, seine Eltern und so. In seiner Freund, weil war in dieser Zeit so viel verraten gegen die Juden und so, sie hat Angst und so. Sie schreibt einfach, was sie lebt und so, was sie hat gesehen oder was sie hat erlebt und so. Das 100%, was sie hat geschrieben, richtig real und so. Das finde ich richtig toll, ja, was sie hat gemacht. Nach Mai 1940 ging es abwärts mit den Rufzeichen. Erster Krieg, die Kapitulation, Einmarsch der Deutschen und das Elend für uns Juden begann. Also ich würde mir das Thema Anne Frank auf jeden Fall anhören. Ich konnte vorher gar nichts über Geschichte. Ich bin jetzt auch nicht der Hellste in Geschichte. Anne Frank ist das Einzige wahrscheinlich, womit ich was anfangen kann. Und das fand ich auch relativ interessant. Viele Sachen sind so gleich. Also finde ich in Geschichte ist ziemlich gleich, aber Anne Frank ist außergewöhnlich und dadurch interessant. Und deswegen würde ich sie eben raten, sich das mal anzuhören. Habe ich gelernt mit dieser Woche die Anna Frank und so. Wenn man hat was am Herzen so versteckt, er kann nicht sagen und so, er kann nicht unbeschreibliche Sachen so beschreiben und so. Muss man schreiben auf Papier, mach das raus, das macht dich so locker, so frei, wissen Sie. Ich finde, die Schreiben, die machen mich frei und so. Die ganze, dieser Druck, was habe ich am Kopf oder am Herzen, so, ich schreibe am Papier und ich finde das auch ist gut, ja. Das mache ich so gut. Ich rede mit meinem Papier und meinem Stift. Ich glaube, ich war in so einer Situation wie Anne noch nie, da ich noch nie so um mein Leben fürchten musste. Ja, und ich auch diesen ganzen Schmerz und so, das alles halt nicht nachvollziehen kann. Also Otto Frank hat das Tagebuch veröffentlicht, damit halt quasi jetzt wir oder andere Menschen so nachempfinden können, wie es damals war. Und damit vielleicht auch sowas nicht wieder passiert. Damit es den Menschen klar wird, wie es ist, wenn es Judenhass gibt oder dies und das und Rassismus und all das. Keiner versteht mich. Ich koche vor Wut und darf es nicht zeigen. Am liebsten würde ich schreien. Lasst mich in Ruhe, lasst mich endlich eine Nacht schlafen. Es soll etwas Positives sein. Gegen Rassismus. Gegen Antisemitismus. Und für die Verständigung der Menschen.